In diesem Video bin ich einmal die Top 100 der Woche bei den Downloadcharts bei chip.de durchgegangen und möchte euch hier mal die schlimmsten Download-Sünden präsentieren. Auf Platz 1, auch auf der Chip-Download-Liste, ist Adblock Plus. Ich habe nichts gegen Adblocker, im Gegenteil, sollte man auf jeden Fall einsetzen, aber die richtigen. Adblock Plus hat ein sogenanntes Acceptable Ads-Programm, das kann ich euch hier mal im Firefox zeigen. Wenn ihr die installiert, dann werden erstmal Acceptable Ads angezeigt. Die kann man hier auch deaktivieren. Allerdings steht dieses Programm in der Kritik, weil dort eben auch Werbetreibende Geld zahlen. Das heißt, Adblock Plus gibt sich zwar als Werbeblogger, wird aber auch mitfinanziert von der Werbeindustrie. Das macht keinen guten Eindruck. Um jetzt gleich beim Thema zu bleiben, das gleiche gilt auch für Ghostery. Gibt es hier auch Ghostery für Firefox, ist ein bisschen weiter unten auf der Liste. Warum ist das ein Problem? Naja, da verlinke ich euch mal einen WinFuture-Artikel. Im Grunde gehört Ghostery dem Burda Verlag. Und ja, die Verlage, wissen wir ja, sind die größten Werbetreibenden. Also hier das gleiche Problem auch wie bei Adblock Plus. Es gibt hier so eine Vermischung zwischen Werbetreibenden und Werbeblockern. Und daher meine Empfehlung, als Adblocker einfach uBlock Origin einsetzen und keine von den zwei hier genannten Softwareprodukten. Dann zum nächsten Punkt, und zwar Antivirus. Es gibt ja hier zwei kostenlose in der Liste. Das muss ich mal hier suchen. Einmal hier Avira Free und Avast. Ich war auch immer ein Fan so ein bisschen von Avast, bin ich aber schon lange nicht mehr, weil diese Antiviren, die hacken sich quasi ins Betriebssystem rein, um bestimmte Funktionen ausführen zu können. Das ist jetzt neulich wieder schiefgegangen, als es ein Windows-Update gab. Da wurde diese Funktionalität eben den Antivirenherstellern zum Verhängnis beziehungsweise den Nutzern zum Verhängnis und ja, das Betriebssystem ist nicht mehr hochgefahren. Also was sollte man tun, wenn man ein Antivirus haben will? Ich habe hier aufgeschrieben, Avast und Avira sind die kostenlosen, sollte man nicht benutzen. Besser ist Windows Defender, den gibt's, ja, Windows 10 hat den drin, ich weiß nicht, ich glaube, Windows 8 gab es den tatsächlich. Also Windows Defender benutzen, der kommt sowieso mit dem Betriebssystem mit und der macht die harmlosesten Eingriffe, ist ja ohnehin Teil des Betriebssystems und muss sich nicht wie Avast und Avira reinhacken. Ganz schlimm zum Beispiel bei den Antivirenherstellern ist dieses Aufbrechen des SSL-Zertifikats. Finde ich ganz hässlich sowas. Ja, also Finger weg von kostenlosen Antiviren-Software, sondern einfach die, die ohnehin beim Betriebssystem dabei ist, benutzen. Dann kommen wir zum C-Cleaner. Ja, das ist immer so ein Streitthema, den haben ganz viele auf dem PC und freuen sich hier, der ist ja auf Platz 2 hier, der macht doch so viel Speicherplatz frei. Jein, macht er nicht wirklich. Also zum Beispiel löscht er den Windows-Temp-Ordner. Das ist oft das meiste, was dann an Speicherplatz frei wird. Das ist im Grunde relativ unnütz, macht den Computer nicht schneller und viel schlimmer ist noch, da ist ein Registry-Cleaner drin. Dazu habe ich hier auch mal die Seite von Wikipedia offen. Es gibt keinen Effekt, wenn man die Registry irgendwie bereinigt, dass dann am Ende der PC schneller wäre. Da gibt es schon lange keinen Zusammenhang mehr. Zudem ist Windows selber in der Lage, zum Beispiel zu defragmentieren. Also Windows weiß einfach besser, wie es mit seinen eigenen Sachen umgehen soll. Zudem, wenn man Dateien löschen will, hat Windows auch ein eigenes Tool. Das nennt sich hier im Englischen Disk Cleanup. Im Deutschen heißt das Datenträgerbereinigung. Hier kann man eben verschiedenste Sachen löschen. Man kann hier auch zum Beispiel die Systemwiederherstellungspunkte löschen. Also das kann Windows selber und kann das auch viel besser. Man kann mit C-Cleaner am Ende mehr Schaden anrichten, als was es tatsächlich nutzt. Und wenn euch das immer noch nicht überzeugt hat, dann solltet ihr euch mal überlegen, ob so ein kleiner Softwarehersteller wirklich besser weiß, wie man sein Betriebssystem aufräumt, als der Betriebssystemhersteller selbst. Man muss jetzt da kein großer Fan von Windows sein, aber dass man einfach ein Dritter hergeht und da in der Registry rumfummelt, irgendwelche Dateien löscht, ist prinzipiell einfach keine gute Idee. So, genug geredet, jetzt seid ihr dran. Was ist denn für euch die schlimmste Software, die ihr so bei Chip oder so mal gefunden habt oder mit der ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt? Natürlich könnt ihr mich auch kritisieren, wenn ich Quatsch geredet habe oder zum Beispiel der C-Cleaner ganz toll ist, da scheiden sich ja die Geister dran.